Julia, die Sendung hat schon angefangen. Oh! Die jungen Leute sitzen nur noch an ihrem Handy. Diesen Spruch hört man besonders oft von der älteren Generation, die noch mit anderen Kommunikationsmitteln aufgewachsen ist. Die Möglichkeit, sich mit seinen Mitmenschen auszutauschen, hat sich in den letzten Jahren vor allem durch Internet, Smartphones und Co. vielfältig erweitert. Doch können Smartphone-Nutzer wirklich nicht mehr ohne ihr Handy? Und hat sich die Qualität der Kommunikation oder sogar die Sprache verändert? Welche Perspektiven gibt es für die Zukunft? Wie kann der Nutzer die neuen Möglichkeiten der Kommunikation am besten ausschöpfen? Das alles werden wir heute in unserer JPF-Talkshow From Face to Facebook Lost in Communication diskutieren. Freut euch auf ein spannendes Programm mit einem außergewöhnlichen Experiment und diesen Gästen. Benjamin Strobel ist Diplompsychologe aus Kiel und kennt sich bestens mit Medienpsychologie und den Auswirkungen der neuen Medien auf die Kommunikationsweise von heute aus. Er selbst ist leidenschaftlicher Gamer und hat seine eigene Homepage Daily D-Pad. Er sagt, neue Medien bekommen viel Kritik, wir müssen aber auch die Chancen sehen. Florian Schwabel ist bereits zum 13. Mal beim Jugendpressefrühling dabei und das 10. Mal als Teamer tätig. Beruflich beschäftigt er sich mit der Markteinführung einer Bezahl-App. Der alte Hase im JPF-Geschäft meint, mit den neuen Kommunikationswegen wird der Jugendpresse-Frühling schneller. Jörg Jakobsen ist freier Journalist, unter anderem beim NDR. Er produziert Beiträge auch mit Smartphones. Er sagt, das 21. Jahrhundert verändert alles, sowohl für die Nutzer als auch für die Medienmacher. Bitte begrüßt mit einem tobenden Applaus die Moderatoren des heutigen Abends, Pauline Wahlmann und Julia Müller. Ja, herzlich willkommen in unserer Sendung From Face to Facebook, Lost in Communication. Und vielen Dank für den tollen Start gleich mal. Und vielen Dank, dass auch unsere Gäste da sind. Florian, du bist jetzt schon seit 12 Jahren beim JPF und hast du irgendwelche Veränderungen in der Kommunikation zwischen den Jugendlichen festgestellt? Stimmt es wirklich, dass heute alle nur noch an ihren Handys sitzen? Es hat sich natürlich beim JPF ganz viel getan in den letzten Jahren und natürlich auch die Kommunikation. Wir haben ganz andere Möglichkeiten und wir können uns besser organisieren im Vorwege beim JPF und natürlich auch auf dem JPF selber, dass wir einfach Facebook mehr nutzen, Twitter mehr nutzen. Und früher hatten wir eine HTML-Seite, dann WordPress und jetzt halt die sozialen Medien. Und natürlich spielt da das Handy dann auch viel mehr eine Rolle. Ich finde aber nicht, dass das Handy Überhand nimmt irgendwie. Also alle sind noch konzentriert dabei und das ist eigentlich ganz gut so. Wir haben euch gefragt, was der wichtigste Gegenstand in eurem Alltag ist. Und das Smartphone wurde öfters genannt, aber seht selbst. Welchen Gegenstand könntest du im Alltag auf keinen Fall verzichten und wieso? Ich glaube, mein Handy. Das hört sich jetzt ziemlich so jugendlich, könnte ich auf ihre Handys verzichten, aber einfach, weil ich damit auch Musik höre und mit Freunden in Kontakt bin. Schokolade. Mein iPad. Ich höre eigentlich Radio darüber die ganze Zeit permanent und bin auch so verbunden. Werde ich mir auch gleich holen. Mein Frühstück, weil ich ohne ein Frühstück nichts machen kann. Ich könnte auf mein Handy nicht verzichten, weil da einfach alles drin gespeichert ist. Also meine ganzen Kontakte, meine ganzen Termine, da ist einfach alles drin. Und ich fühle mich einfach irgendwie nicht so up-to-date, wenn ich mein Handy nicht dabei habe. Und ich bin ein absoluter Medien-Junkie. Das ist bei mir wirklich schlimm. Computer, Handy, das alles, ich brauche das. Es klingt ja fast so, als wären die Jugendlichen hier abhängig von ihrem Smartphone. Du bist der Psychologe. Benjamin, glaubst du, dass das Handy auch Suchtpotenzial hat? Also sicher hat auch das Handy Suchtpotenziale. Ich weiß gar nicht, ob man in diesem Fall so richtig von Sucht sprechen kann. Also wir haben gerade die Umfrage gesehen und das Smartphone wird genannt neben dem Frühstück quasi. Also Schokolade haben wir gehört. Also ein Grundbedürfnis zu essen. Und
Daneben taucht das Smartphone auf, sozusagen auch vielleicht als ein Grundbedürfnis offenbar. Und ich glaube, es ist interessant zu fragen, was dahinter steht. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine Sucht ist nach der Technik, nach dem Gerät selbst, sondern dass es viel eher der Wunsch ist nach sozialer Interaktion, tatsächlich mit anderen in Verbindung zu bleiben, das soziale Geschehen mitzukriegen. Und in diesem Sinne würde ich nicht von Sucht sprechen, denn Soziales ist auch ein menschliches Grundbedürfnis. Ja, eine Teilnehmerin, die sicher auch mit ihrem Smartphone geantwortet hätte, war Franzi aus unserer Redaktion. Die war ständig an ihrem Handy, um mit ihrer Familie oder ihrem Freund in Kontakt zu bleiben. Und deswegen haben wir zu ihr gesagt, pass auf Franzi, wir machen ein Experiment für dich, mit dir. Und zwar nehmen wir dir jetzt für den Rest des JPFs das Handy weg. Und jetzt haben wir gleich einen kleinen Trailer dazu. Was erwartest du denn von dem Experiment? Also ich denke, das ist eine sehr spannende Geschichte, das wirklich mal durchzuspielen. Ich denke, das ist persönlich von Person zu Person sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht. Also für mich persönlich wäre es, glaube ich, sehr schwer. Ich habe letztens im Baumarkt mein Handy irgendwo liegen lassen und da war ich echt hibbelig und wollte es ganz schnell zurückhaben. Aber spannend ist ja zu sehen, was das psychologisch mit uns macht. Also das wäre ich echt auf Benjamins Antwort auch gespannt. Benjamin, was sagst du denn dazu? Also ich würde nochmal darauf zurückkommen, was ich eben schon gesagt habe, nämlich dass ich glaube, dass es sich hauptsächlich um eine soziale Dimension handelt. Deswegen würde ich nicht direkt von Sucht sprechen. Aber es ist schon so, dass es ein Grundbedürfnis ist. Wenn man jetzt jemanden das Handy wegnimmt, dann ist das vielleicht so, sozial gesehen, als ob man jemanden wegsperren würde. Da dürfte mit keinem mehr reden. Und da halt viel auch an Kommunikation jetzt passiert über das Handy, über Smartphone, über soziale Netzwerke, über digitale Wege, die sich etabliert haben, ist es, denke ich, sehr, sehr schwierig, dann ohne diese auszukommen. Nicht, weil es unmöglich ist, es war vorher auch möglich, sondern weil es natürlich schon eine Gewohnheit geworden ist und weil man natürlich auch dann über die Zeit Alternativen verliert, also die Kenntnis über Alternativen verliert, weil es eben nicht mehr im täglichen Gebrauch enthalten ist. Man muss die wiedergewinnen in so einer Situation vielleicht. Vielleicht sich überlegen, doch irgendwie nochmal zu einem stationären Telefonhörer zu greifen. Ich denke, dass das geht. Aber ich kann auch verstehen, dass das sozusagen ein schwieriger Moment ist aus sozialer Perspektive. Man steht außen vor, wenn man nicht mehr über den normalen Weg kommunizieren kann, wo die Kommunikation wahnsinnig schnell stattfindet, wo man wahnsinnig viel in kurzer Zeit auch schon verpassen kann. Und also ich kenne halt nur Leute, die zum Beispiel nicht bei Facebook sind, die werden dann manchmal zu Geburtstagen nicht eingeladen, weil man das vergisst, dass jemand nicht bei Facebook ist. Und dann heißt es, ich habe doch alle eingeladen. Ach so, nee, du bist ja nicht bei Facebook, oh Gott. Und in diesem Sinne steht man schnell außen vor, weil es eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Mittlerweile, es muss nicht so sein, es war nicht immer so, es wird vielleicht auch wieder anders werden. Aber in dem Sinne im Moment verstehe ich das, dass es schwierig ist. Hast du noch was hinzuzufügen, Florian? Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Franzi das schaffen kann. Ich traue ihr da durchaus zu, auch anders zu kommunizieren. Ich hoffe, dass ihre Mitmenschen das aushalten. Denn die erwarten natürlich eigentlich, dass sie mit ihnen kommuniziert. Vielleicht der Freund oder die Freundin oder die Eltern. Und die haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, dass man regelmäßig kommuniziert, dass man schnell kommuniziert. Und das ist natürlich so eine Verlässlichkeit, so eine Erwartungshaltung, die alle Mitmenschen an einen haben. Da wird es natürlich spannend, wie die anderen sie vielleicht noch erreichen können oder auch nicht erreichen können und welcher Druck da sozusagen aufgebaut wird. Denn Verlässlichkeit im Beruflichen gibt es natürlich um Kommunikationsdinge, aber natürlich auch im Privaten.
Dann gucken wir mal, wie es der Franzi ergangen ist an ihrem ersten Tag ohne Smartphone. Franzi kompensiert ihre Mediennutzung mit Essen. Wie viele Minuten bin ich jetzt ohne? 10? Oder doch schon ganz 11? 12,5. Hilfe! Dein Ernst? Oh, ich glaube, ich habe eine Nachricht gekriegt. Ey, Bertha, du bist echt ein Arsch. Wem würdest du jetzt gerne eine Nachricht schreiben? Meiner Familie. Dass es mir hier gut geht und dass alles okay ist. Und dass ich sie lieb habe. Oh, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Nach 2 Stunden ohne? Oder ja, nee, eine Stunde? Glaube ich. 1,5 bis 2, ja. Viel ist es nicht. Bisher habe ich gegessen, mich gut abgelenkt. Süßigkeiten. Bisher geht's noch. Aber also ich merke schon irgendwie, ich werde es ein bisschen hibbelig. Also ich will auf mein Handy gucken, ja. Oh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen abschalten. Hier gucken, was er so geschrieben hat und so. Franzi greift wieder zurück zu Stift und Papier. Man muss richtig nachdenken. Ja. Man kann gar nichts mehr googeln. Ein bisschen musst du dich noch gedulden. Ich sehe gerade, ich wurde zu einer Saunaparty eingeladen bei Facebook. So, liebe Franzi, während ich jetzt nochmal die letzten E-Mails checke, wünsche ich dir eine ganz gute Nacht. Oh. Der erste Tag ohne Smartphone geht zu Ende. Ich lebe noch. Zu merken, ich muss mein Handy gleich abgeben und ich kann das nicht so einfach. Mm. Das war eigentlich schon die Grenzerfahrung. Ich melde mich ab. Benjamin, wir fangen mal mit dir an. Was glaubst du fesselt daran? So, warum hält man daran so fest? Also zum einen wahrscheinlich die sozialen Netzwerke, wie wir schon eben erwähnt haben, aber was gibt es auch für Möglichkeiten? Was glaubst du, was dann einem fehlt? Also ich glaube nach wie vor, dass es vorrangig das Soziale ist, was einem fehlt. Natürlich kann man mit seinem Smartphone sehr viel machen, beispielsweise den Taschenrechner benutzen. Früher zum Beispiel hatte ich auch 2 Geräte in der Hosentasche, mein Handy und mein iPod. Das ist jetzt 1 Gerät geworden, das ist natürlich auch sehr praktisch. Es hat auch eine persönliche Dimension unter Umständen. Man hat sehr viel Persönliches, was man immer bei sich trägt auf diesem Telefon. Fotos, die man gemacht hat, eben Kontaktdaten zu Freunden, die Musik, die man mag, vielleicht sogar Notizen, Dokumente, PDFs, Bücher. Man führt sozusagen alles mit sich, was einem wichtig ist, was man nicht vergessen möchte, was man vielleicht auch braucht. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit sozusagen ein Verlust der eigenen Identität des Selbst, wenn man dieses ausgelagerte Selbst in Form des Handys abgeben muss. Nun gibt es ja jetzt nicht nur Smartphones in der neuen Kommunikation. Du machst ja zum Beispiel gerne Online-Gaming. Was ist denn da jetzt das Besondere? Warum, das ist jetzt ein bisschen krass formuliert, aber warum reicht jetzt nicht mehr das Brettspielen? Weißt du, was ich meine? Also ja, es sind natürlich unterschiedliche Dinge und im Grunde funktionieren die aber gar nicht so unterschiedlich. Ich meine, bei einem Brettspiel lade ich mir Leute nach Hause ein und sitze mit dem am Tisch. Das ist sehr schön. Das ist aber auch nicht immer möglich. Und auch nicht jede Art von Spiel ist so möglich. Wenn man sich beispielsweise Online-Rollenspiele vorstellt, wo man in ganz andere Rollen schlüpft, wo man sich eigene Figuren erschafft, das ist natürlich eine Möglichkeit, mit ja auch sozusagen sich selbst auszuprobieren, beispielsweise in einem Online-Rollenspiel. Aber es ist auch möglich, eben mit anderen über große Distanz in Kontakt zu bleiben und trotzdem mit denen zu spielen, in soziale Interaktion zu treten. Deswegen glaube ich, ist gerade bei Online-Spielen die soziale Dimension auch eine sehr große. Also es findet meistens statt mit Chats, entweder textbasiert oder auch mit Audio-Chats. Und das Miteinander ist da unheimlich wichtig. Also ich kenne sehr viele, die online spielen und keiner mag das sehr gerne ohne zum Beispiel den Chat. Also wenn man ganz alleine sozusagen nur unterwegs ist, ist das sozusagen, fehlt der halbe Spaß eigentlich daran. Und dann sieht man, dass halt das Soziale da sehr im Vordergrund steht. Aber fehlen einem da denn nicht, wenn man nur Chatnachrichten liest, fehlen einem da nicht Emotionen, Reaktionen, Sachen, die zwischendrin passieren? Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich hat sich auch schon die Forschung damit beschäftigt, denn es gibt ja elektronische Kommunikation im Allgemeinen schon sehr lange, also E-Mails sind schon sehr alt. Und
die Vermutung liegt halt nahe, dass das irgendwie verarmt ist, dass man nur nach Text schreibt und dass man gar nicht mehr das Gesicht sieht, die Emotionen nicht sieht, was das nonverbale Signal in dem Sinne nicht mehr mitbekommt. Und was man Interessantes darüber weiß, sozusagen aus der Forschung aus den letzten Jahrzehnten, ist, dass das kompensiert werden kann. Das passiert, also das kennt ihr alle, durch Akronyme, LOL zum Beispiel, oder auch durch Smileys, also entweder welche im Textformat oder sogar richtige kleine Icons sozusagen. Und diese Studien zeigen auch, dass Leute, wenn sie daran gewöhnt ist, wenn sie diese Konvention erlernt haben, wie man damit umgeht, diese Kommunikation gleichwertig, sozial, emotional gleichwertig beurteilen, wie eine Face-to-Face-Kommunikation. Und das zeigt, dass man sozusagen auch mit den reduzierten Kanälen, also vielleicht nur Text und Smileys, wenn man daran gewöhnt ist, auch trotzdem emotionale Qualität erreichen kann. Jörg, du hast ja viel auch mit Fernsehen, Radio zu tun. Wie nutzt du denn die ganzen Möglichkeiten, soziale Netzwerke? Was ist deine Erfahrung damit? Also das Smartphone generell nutze ich wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends für E-Mails, um Fotos zu schießen für die Online-Redaktion, um Videos zu drehen fürs Fernsehen, wenn es schnell gehen muss. Also wenn man kann auch mit dem Kamerateam drehen und man dreht parallel mit dem Smartphone, um für aktuelle Sendungen schnell Bilder zuzuliefern. Also dafür nutze ich persönlich das Smartphone den ganzen Tag und nutze dann auch Twitter und Facebook hauptsächlich beruflich, um Nachrichten zu verbreiten, um auch mit Hörern und Zuschauern ins Gespräch zu kommen oder Experten zu finden. Also das, da bin ich relativ breit aufgestellt und versuche das auch so gut es geht zu nutzen. Kostet natürlich Zeit, ist klar. Es ist mehr geworden. Ich für meine Verhältnisse, ich habe mir mal den Kriterienkatalog durchgelesen, Sucht, wann merkt man, dass man handysüchtig ist? Da würde ich sagen, würde ich mich fast da einklassifizieren. Da sagte mir aber ein befreundeter Psychologe, es ist ja beruflich, von daher etwas anderes. Also wenn es privat wäre, wäre das schon grenzwertig. Twitter und Facebook und Co. werden ja auch hier beim JPF genutzt. Wie hat sich das in den Jahren verändert, also diese Nutzung von sozialen Netzwerken? Welche Entwicklung hat das genommen, positiv, negativ? Ja, die sozialen Netzwerke sind natürlich in unserem Repertoire einfach, was wir anbieten auf dem Jugendpressefrühling, mittlerweile dabei. Ich habe das eben schon erwähnt, online war früher auch schon ein Thema, aber da ging es dann mehr um die Seitengestaltung als um das Kommunizieren. Und mittlerweile sind in unserer Online-Redaktion ist der Fokus eher auf den sozialen Netzwerken. Und wir bringen natürlich dann auch bei, die sinnvoll zu nutzen und wie man die alten Medien mit den neuen sozusagen verknüpfen kann. Und die Teilnehmer kommunizieren natürlich auch sozusagen privat weiterhin miteinander. Aber ich denke, das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Ja, wir haben euch gefragt, was euch denn bei Kommunikation wichtig ist. Und die Hauptpunkte, die dabei herausgekommen sind, war, dass euch schnelles Erreichen, Aufmerksamkeit, Reaktion und Emotionen wichtig sind. Jetzt frage ich mich natürlich, du hast uns gerade erklärt, dass das beim Chat kompensiert werden kann, aber oft sieht man ja auch, dass eine Gruppe von jungen Leuten zusammen, nicht nur junge Leute, Entschuldigung, dass eine Gruppe von Menschen zusammensitzt und ein paar sind an ihrem Handy, geht dabei aber nicht die reale Aufmerksamkeit verloren? Ist das nicht, also ist das wirklich wert, das zu opfern, nur für diese Chats? Das ist eine offene Frage. Ich denke, es ist schwierig. Also wenn man zusammensitzt und sich trifft, finde ich, hat die direkte Kommunikation, also über Sprache, Vorrang. Da sollte man das Handy weglegen, ist so mein persönliches Empfinden. Es bringt ja nichts, wenn alle dann übers Gerät miteinander kommunizieren, dann bräuchte man sich auch nicht zusammensetzen. Also ich würde mich grundsätzlich anschließen. Ich glaube, es ist eine Frage der sozialen Konvention in diesem Fall und sozusagen der Benimmregeln oder Höflichkeit vielleicht. Und das Problem ist im Moment, dass das noch so neu ist, dass wir diese Konvention vielleicht gerade schon entwickeln, aber noch nicht internalisiert haben. Also wir haben das noch nicht aufgenommen. Manchmal muss man sich daran erinnern. Ach, nee, jetzt mach doch mal lautlos, pack's doch weg. Weil man eben sich schon so sehr daran gewöhnt hat, an diese Verfügbarkeit, auch selbst sozusagen selbst verfügbar zu sein und das auch zu wollen. Und also ich denke, dass es kein grundsätzliches Problem ist, sondern eher ein Problem auch
wieder jetzt darauf zu achten, dass wir da was ändern müssen in diesem Verhalten. Das ist, also wir haben es ist noch nicht angekommen. Es ist so schnell da, dass wir es noch nicht, noch keine Regeln dafür gefunden haben, beziehungsweise uns noch nicht daran gewöhnt haben. Aber woran könnte das denn liegen, dass manche Menschen, obwohl sie gerade mit anderen Menschen im direkten Kontakt sind, trotzdem lieber zu ihrem Smartphone greifen? Es ist natürlich so, dass das Smartphone, das hat ja im Grunde irgendwie ein irgendwie geartetes Warnsignal sozusagen, also ein Klingelton oder vielleicht auch nur vibrieren. Und das ist verbunden sozusagen mit, könnte man sagen, einer sozialen Belohnung. Also wenn dieses Signal kommt, heißt das, jemand interessiert sich für mich, kurz gesagt. Das heißt, man freut sich im Grunde, wenn es vibriert. Und dieses Belohnungserlebnis haben wir in der heutigen Zeit extrem oft am Tag. Also es piept und irgendwas Tolles passiert. Jemand hat mir eine Nachricht geschrieben. In der Regel ist das was Tolles beruflich, kann es vielleicht auch anders sein, dass Arbeitern kommt. Aber in der Regel freut man sich, wenn man Nachrichten bekommt. Und das ist eine gewisse Art von Konditionierung, wenn man hier ständig ein Belohnungserlebnis hat und darauf reagiert man dann auch unheimlich schnell. Und dann ist es wieder schwierig, sozusagen diesen Impuls, den man da verspürt, sozusagen dem nicht nachzugeben. Was ja bekannt ist, dass man bei WhatsApp oder so eher kürzer schreibt, sich kurz fasst, auch die berühmte Chatsprache. Wirkt sich das auch auf die normale Kommunikation aus? Also zum Beispiel Florian, hast du gemerkt jetzt im Laufe der Zeit beim JPF, dass irgendwie die Sprache sich verändert hat, die Qualität der Sprache auch? Jetzt zum Beispiel beim Verfassen von Beiträgen, Artikeln? Nein, eigentlich nicht. Also natürlich hat sich die Sprache irgendwie verändert und es gibt natürlich bestimmte Begriffe, die gab es vielleicht früher nicht. Aber ich glaube, dass junge Menschen viel intuitiver sowieso unterscheiden können, wann muss ich mal digital schnell kommunizieren und wann renne ich hier einmal schnell durch das Gebäude, um etwas zu klären. Und genauso ist das bei Texten eigentlich auch. Manchmal die Jugendliche wissen schon sehr genau, wann sie einen LOL setzen sollten und dass das in einem Bericht möglicherweise nicht angebracht ist. Also das ist, glaube ich, meine Erfahrung schon. Ich habe auch öfters gehört, dass Leute Angst haben, dass die Rechtschreibung verloren geht, weil Jugendliche eben, man achtet ja nicht so drauf, dann schreibt man nun mal einen Nomen klein, ist ja nicht so wichtig, man schreibt ja den ganzen Tag. Denkt ihr, dass man sich da Sorgen machen sollte? Also ich würde dazu sagen, wir können froh sein, dass die Jugendlichen überhaupt so viel lesen und schreiben. Also man hört ja immer wieder, und das, ja, es stimmt auch, dass nicht so viele Bücher gelesen werden. Aber es wird sehr viel im Internet gelesen und auch dann geschrieben. Also man hat sehr viel Sprachproduktion tatsächlich, auch wenn es nur kurze Texte sind. Man muss auch überlegen, dass es gar nicht so leicht ist, alles, was man sagen möchte, in 150 Zeichen zu sagen. Das ist auch eigentlich eine Herausforderung. Das ist kein Verkümmern in dem Sinne oder muss es nicht sein, sondern es kann auch ein Lernprozess sein, der positiv ist. Und natürlich werden Fehler gemacht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass überhaupt sowas passiert. Und ich glaube, das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Ja, die 140 Zeichen bei Twitter oder 150, die sind ja, wenn man nachrichtlich arbeitet und bei Twitter auch Nachrichten verbreitet, sind das ja die ersten zwei Sätze einer Hörfunknachricht zum Beispiel auch. Also ich nehme es manchmal als Vorlage, was ich twittere, das ist schon mal ein guter Einstieg für den Beitrag. Das ist auch interessant. Glaubst du denn, dass wenn du jetzt über Twitter ganz viel aktiv bist und auch so viel beruflich am Telefon machen musst, zum Beispiel Freunde oder so auch genervt sein könnten, dass vielleicht Aufmerksamkeit nur noch darauf gerichtet ist, weil du auch beruflich so viel damit zu tun hast, oder? Das sind sie, ja, das kann ich sagen. Also da kommen schon hin und wieder Sprüche, leg doch mal das Handy jetzt weg und jetzt ist auch mal gut. Aber das sehe ich auch ein, also das kann ich auch nachvollziehen. Gibt es da vielleicht eine Gefahr, dass man jetzt durch diese neuen Mittel Beruf und Privatleben nicht mehr so gut trennen kann? Es gibt ja Leute, die zwei Telefone haben. Ich habe ein Telefon mit zwei SIM-Karten drin. Da kann man dann die eine deaktivieren, wenn man da die Daten nicht mehr haben will oder die Anrufe. Das mache ich aber eigentlich nie. Also von daher, ja, das geht. Aber ich glaube, im Beruf, also in den Medien und ganz speziell im Journalismus, ist es ja ohnehin häufig so, dass man beim Einkaufen oder wenn man mit Freunden spricht, Themen, Ideen entdeckt. Also auch in der normalen
sprachlichen, zwischenmenschlichen Kommunikation, nicht nur übers Telefon. Also von daher ist man ja sowieso nie ganz im Feierabend. Würdest du denn an deiner Kommunikation was ändern wollen? Das ist eine gute Frage. Ich kenne viele Leute, die das gerne, die das fordern. Aber also ich persönlich versuche da selbst Grenzen zu setzen. Ab einer bestimmten Uhrzeit abends schalte ich es dann auch komplett aus, leg's irgendwo, also nimm's nicht mit ans Bett, sondern lass es dann irgendwo liegen und da aufladen. Von daher versuche ich da schon Grenzen zu finden, auch im Urlaub und wenn wirklich mal Wochenende ist. Und wie sieht es bei dir aus? Also ich kann mich insgesamt anschließen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Grenzen, die du zuletzt angesprochen hast, die einzuhalten und die auch zu setzen. Denn diese ständige Verfügbarkeit ist einerseits schön und praktisch, aber es ist auch sozusagen mit psychischem Stress verbunden. Man muss auch verfügbar, man muss auch reagieren. Man weiß auch, wenn ich nicht schnell reagiere, wundert sich der andere. Normalerweise schreibt man innerhalb weniger Minuten vielleicht zurück, wenn man es gleich sieht. Wenn man das nicht tut, dann machen sich andere auch schon Sorgen, weil die Konvention ist, es geht eben schnell und wenn nicht, dann was ist da los? Und in dem Sinne ist es, glaube ich, wichtig, also auch was Arbeit vielleicht angeht, das Telefon auszumachen oder den E-Mail-Account für die Arbeit vielleicht nicht auf dem Smartphone auch noch einzurichten. Denn man muss sich diese Erholung sozusagen von der ständigen Verfügbarkeit auch nehmen. Also das ist auch sehr wichtig. Wir haben euch gefragt, was ihr gerne an eurer Kommunikation ändern wollt. Und das wollen wir uns einmal kurz ansehen. Ich glaube, ich würde weniger abhängig sein wollen von meinem Handy und ich merke auch selber, wenn ich mit anderen spreche, dass ich dann zwischendurch oft mal auf mein Mobiltelefon schiele und doch mal gucke, ob ich noch neue Nachrichten habe. Also ich persönlich fände es ja eigentlich sowieso viel cooler, wenn die Handys gar nicht erfunden worden wären, dass es gar nicht so ein Hype geworden wäre. Aber ja, da es jetzt halt so ist, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, etwas zu verändern, weil ich einfach jetzt auch schon ja, so mein Handy brauche oder so. Aber wenn ich könnte, würde ich das Handy wieder abschaffen. Ich möchte lieber Dinge schneller klären, das heißt nicht dieses ewige bei WhatsApp hin und her diskutieren, wo, wann, warum man sich jetzt trifft, sondern einfach mal wieder kurz das Handy in die Hand nehmen und anzurufen oder vielleicht auch endlich mal wieder ein bisschen altmodischer zu werden und einfach mit dem Auto vor der Tür zu stehen und sagen, ey komm, wir fahren jetzt mal ein Stück an den Strand. Ich würde das lieber intensiver betreiben, sofern ich die Zeit dazu habe, was einfach nicht möglich ist bei einer 39-Stunden-Schulwoche, die ich jetzt habe. Wenn man noch bedenkt, dass man Unterricht vor- und nachbereiten soll und Hausaufgaben machen soll. WhatsApp ist einfach schnell und ja, sagt das aus, was man letzten Endes kurz und knapp möchte. Allerdings würde ich das, die Kommunikation lieber wieder intensiver betreiben wollen. So, Flo. Eine Teilnehmerin meinte, dass sie sich gerne das Handy wegwünschen würde. Was sagst du dazu? Ja, die fühlt sich wahrscheinlich in irgendwelchen Zwängen. Ne? Aber ja, ich glaube, ich bin da sehr pragmatisch, muss ich sagen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ein Wunschdenken. Aber das ist ja aber zumindest für sie schon mal eine Erkenntnis, dass sie das Gefühl hat, sie möchte das einschränken. Und das ist ja eigentlich eine recht selbstbewusste und kompetente Mediennutzung. Und das ist ja eigentlich ganz gut schon mal. Sehr reflektiert. Ihr seid ja auch ohne Smartphone groß geworden. Und wenn ihr jetzt so vergleicht, so zu früher, gibt es Vorteile, Nachteile? Erzählt mal, Benjamin, vielleicht fängst du an. Also ein Vorteil ist vielleicht, ich habe sehr viel mehr Katzenbilder als früher. Die werden so in WhatsApp-Gruppen-Chats einfach mal so gesendet zwischendurch. Ja, um das vielleicht ernsthaft zu beantworten, es ist sehr praktisch. Also ich sehe da durchaus sozusagen die Veränderung wirklich darin, dass man kurzfristige Absprachen treffen kann, Absprachen in Gruppen treffen kann. Wenn man überlegt, die Alternative einer WhatsApp-Gruppe wäre vielleicht, 5 Leute anzurufen, ist es vergleichsweise praktischer, das in den Chat reinzuschreiben, mit dem ich alle erreiche. Und es ist auch so, es funktioniert ja asynchron. Es muss jetzt nicht jeder in jedem Moment verfügbar sein, sondern es reicht vielleicht auch, wenn jemand die Nachricht 10 Minuten später liest. So wie ich komme später oder wartet nicht auf mich oder so und alle wissen gleich Bescheid. Da sehe ich also schon einfach eine praktische Veränderung. Andererseits eben die Grenzen, die wir angesprochen haben, es gibt auch Situationen, wo man dann eben
also ich kenne das von mir, ich liege vielleicht im Bett und dann kommen noch ganz viele Nachrichten plötzlich. Dann geht plötzlich so eine Gruppe, wird mega aktiv plötzlich abends um 12, weil sie sich irgendwas Wichtiges zu sagen haben und selber ist eigentlich vielleicht sogar so ein bisschen raus und denkt, ist mir jetzt nicht so wichtig oder und dann schaltet man das halt lieber ab. Und ich glaube, was man entwickeln muss dafür, ist eben so eine Art Kompetenz dafür, das zu entscheiden, wann schalte ich es ein, wann schalte ich es ab, wann verwende ich welchen Kanal. Also ich glaube, das hast du vorhin angesprochen. Du hast gesagt, die Entscheidung so, schreibe ich in die WhatsApp-Gruppe oder renne ich halt kurz rüber. So. Und ich glaube, das ist etwas, was man sozusagen jetzt lernt und auch lernen muss vielleicht. Eine Kompetenz, die es vorher nicht geben konnte, weil es diese Möglichkeiten nicht gab. Und ich glaube, das ist wichtig, die zu entwickeln. Jörg, könntest du dir denn noch vorstellen, deinen Job ohne Smartphone zu tätigen? Es kommt darauf an, was man macht, also ganz genau. Also bei der aktuellen Berichterstattung kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen. Das Smartphone fungiert da ja sowohl als Medium, um Nachrichten zu empfangen, aber auch um sie weiter zu recherchieren und dann um sie zu verbreiten oder um zu produzieren. Von daher kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Und auch bei mir ist es so, Smartphone vereint alles vom Navi über den Walkman bis, also weil ihr sagtet, ihr seid ohne Smartphone groß geworden, deswegen der Walkman, den Laptop, ich verbinde die Kamera mit dem Tablet und verschicke darüber die Bilder, benutze kein Laptop mehr, also kaum noch, nur noch ganz selten. Das Aufnahmegerät für den Hörfunk und in besonderen Situationen auch die Kamera fürs Fernsehen. Also da stehen für mich auch die Möglichkeiten im Vordergrund und es macht Spaß und deswegen nutze ich die. Was auch ganz interessant war in dem Beitrag, eine der Teamerinnen meinte, dass sie das nervt, dass man immer bei WhatsApp so lange hin und her diskutiert. Vielleicht kennt ihr das ja, anstatt einmal kurz anzurufen und zack, zack, zack auszumachen. Warum macht man das denn nicht mehr? Warum ruft man nicht mehr an? Oder wird man das bald wieder lernen? Oder seht ihr das gar nicht so, Florian? Also ich finde, da wird ja auch ein bisschen was verglorifiziert irgendwie, diese... Also es wird irgendwie immer über diese Zwänge gesprochen, ich bin immer erreichbar, oh Gott, und jetzt bin ich unter Druck und ich muss antworten. Aber ich kann mich halt wirklich auch noch an Zeiten erinnern, als ich kein Smartphone hatte. Und das war nicht alles romantisch. Ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Telefonlisten? Wie schrecklich war das denn? Ganz oben stand irgendwie der blöde Klassensprecher und ganz unten der Dödel. Und bis der erfahren hat, dass die ersten 3 Stunden ausfallen, da war der schon 3-mal zur Schule gefahren. Das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Heute knallt das einer in die WhatsApp-Gruppe und alle Leute posten nochmal ein Bild aus dem Bettchen. Das ist doch viel schöner. Also natürlich sind da auch Nachteile und Jörg hat aber auch von ganz vielen praktischen Vorteilen eben noch geredet. Also das war nicht alles besser früher. Also bist du der Meinung, dass wenn jemand irgendwie davon genervt ist, der einfach sein Nutzverhalten ändern sollte? Ja, ich glaube natürlich gibt es Süchte und diese Süchte gab es aber auch früher auch schon und also ich merke das immer wieder, ich glaube, ich bin auch süchtig nach einigen Definitionen und ich gucke auch manchmal in vielen Situationen auf mein Handy, wo es mir danach eigentlich unangenehm ist, weil ich nämlich nicht aktiv zugehört habe. Das ist natürlich auch ein bisschen peinlich, aber ich merke dann manchmal auch, dass ich es auch ganz bewusst im Urlaub ausschalten kann und dann fühlt man sich doch manchmal auch ganz wohl damit. Okay, gut. Entschuldigung. Also vielleicht so als kleines Fazit, würdet ihr eure Kommunikation ändern oder würdet ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit der Menschheit, den Tipp zu geben, die Kommunikation am besten zu integrieren. Was würdet ihr sagen? Möchtest du anfangen? Ja, also es ist jetzt mehrfach schon gefallen, dass dieses Wort Grenzen finden, ich glaube, da muss jeder für sich wirklich dran arbeiten. Dafür ist ein vernünftiges Wissen über die Kommunikationsmöglichkeiten und die Gefahren wichtig. Ansonsten kann man die Grenzen ja schlecht für sich selbst finden und dann ist es einfach sehr viel persönliche Entscheidung, persönliches Ermessen. Und das wird natürlich auch durch das soziale Umfeld mitgesteuert, mitgeprägt. Von daher haben wir da irgendwie alle eine Aufgabe, das Beste draus zu machen. Benjamin, was sagst du dazu? Ich würde mich im Wesentlichen anschließen. Also ich glaube, sich das wegzuwünschen, das führt zu nichts und das
Das funktioniert auch gar nicht. Es ist da und ich glaube, es ist wichtiger zu überlegen, wie man damit umgeht. Stichwort Grenzen haben wir gesagt, das glaube ich ganz wichtig, aber auch Stichwort Auswahl. Also wann wähle ich welchen Kommunikationskanal, wenn ich so unendlich viel zur Verfügung habe? Also nehme ich Skype, rufe ich an, schreibe ich in die WhatsApp-Gruppe, schreibe ich das an alle bei Twitter, an die ganze Welt, an meine Facebook-Freunde. Man muss sich das vielleicht ein bisschen aktiver noch überlegen, welchen Kanal man verwendet. Also es ist ja nicht so, dass die sich ablösen, dass es jetzt nur noch WhatsApp gibt. Nein, es gibt ja auch noch das Telefon. Kann man ja auch mal benutzen. Also wenn ich meine Großmutter anrufe zum Beispiel, dann benutze ich immer mein Telefon. Aber man kann ja auch mal einen Freund anrufen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen und eben ein bisschen aktiver vielleicht darüber nachzudenken. Was möchtest du noch abschließend sagen? Dein Fazit. Ja, ich glaube, wir können das eigentlich auch nur weiter unterstützen. Und dazu gehört einfach Medienkompetenz aufbauen. Die kann zwar jeder für sich selber entwickeln. Und ich glaube, wenn jemand damit aufwächst, dann entwickelt er sie auch intuitiv selber sehr, ganz gut. Aber wir können das natürlich irgendwie, unsere Gesellschaft kann das unterstützen. Beispielsweise in der Schule, aber auch auf ganz anderen Kanälen. Und ja, auch das Elternhaus kann da irgendwie sinnvoll drauf einwirken, bestimmt. Das glaube ich schon. So, jetzt wollen wir natürlich noch unser Experiment abschließen. Dazu zeigen wir euch erstmal, wie es der Franzi am zweiten und dritten Tag ging. Und wenn sie gleich auf die Bühne kommt, bitte ich um einen ganz großen Applaus für sie, dass sie das für uns gemacht hat. Guten Morgen. Smartphone zum Frühstück? Vermisst du es schon? Nein. Wenn du mich daran nicht erinnerst, dann nicht. Na? Franzi arbeitet an unserem Projekt. Ich muss sagen, sie ist schon etwas zickiger in den letzten 18 Stunden geworden. Dann kommt ja die Auflösung im Prinzip. Also ich drehe mich nicht durch, mir geht's echt nicht gut. Diese Angst Welche Angst? Also diese Angst. Ich vermisse Power richtig krass. Ja, richtig zu werden. Das will ich schreiben. Kommunikation verstummt. Das nervt richtig krass. Dass ich einfach das andere nicht vergessen, genau. Also das sind genau. Diese Ängste. Mach die Kamera aus. Franzi plant gerade Selfies, die sie nicht durchführen kann. Schade, gibt's leider nicht. Franzi ist im Moment nicht so gut drauf. Bitte komm ein Bildchen. Ich bin hier gerade mit Bertha draußen. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde hier. Davon habe ich ungefähr so 2 ganze Minuten mit ihr gesprochen. Weil sie die ganze Zeit mit ihrem Handy rumtippert. Also ich werde jetzt erstmal meinen Liebsten eine gute Nachricht schreiben. Ja. Jetzt bin ich eigentlich gerade fertig. Nur noch eine Nacht und einen Tag. Dann hast du dein Smartphone wieder. Jetzt einen Anruf, nur einmal kurz eine Stimme hören. Ich genieße das richtig ohne Smartphone. Es ist richtig schön. Man hat keinen Zwang, aufs Handy zu gucken. Es vibriert nicht, es klingelt nicht. Ich bin einfach da, gefangen im Netz. Du schaust nicht mehr so oft auf dein Handy, weil du keins hast. Logischerweise. Ich habe eins. Es ist hier. Oh, da ist es. Und morgen habe ich es wieder. So. Heute ist der große Tag. Franzi bekommt ihr Handy wieder. Freust du dich? Ja. Und hier ist Franzi. Ja. Danke. Franzi, so viele Stunden ohne Smartphone. Wie fühlst du dich gerade? Oh, erleichtert, weil ich weiß, ich bekomme es gleich wieder. Was ist denn so dein Fazit? Was nimmst du mit aus diesem Experiment?
dass ich ziemlich süchtig war nach meinem Handy und das gar nicht bemerkt habe. Also ich wollte das Experiment eigentlich auch gar nicht machen. Ich habe auch gehofft, jemand anders meldet sich. Und ich habe richtig gemerkt, wie es mir schlechter ging am zweiten Tag. Also meine Stimmung war wirklich schlecht. Und es tut mir wirklich leid an alle, die mich ertragen mussten. Aber ja, heute geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich merke richtig, wie es besser wird wieder. Und ich brauche es nicht mehr so oft. Ist dir was Besonderes aufgefallen während des Experiments? Ich habe total auf Klingeltöne geachtet. Und ich habe es überall so klingeln gehört. Und wenn jemand den Akku leiser oder lauter oder leiser gestellt hat oder jemand eine SMS bekommen hat oder eine WhatsApp-Nachricht, das habe ich immer genau gehört. Und das war für mich ziemlich nervig. Deine Kamerafrau, die dich begleitet hat, über die hast du auch gesagt, dass du was Interessantes rausgefunden hast? Ja, und zwar hat sie mir erzählt, das ist übrigens Kamera 2, das ist die Bertha, sie hat mir gesagt, dass selbst sie auch weniger das Handy benutzt, weil ich es nicht mehr benutze. Und das war auch ganz interessant. Also ich denke, wenn wir alle das Handy weniger benutzen würden und wenn wir uns mal mit Freunden treffen und das einfach mal weglegen würden, dann würden andere es auch weniger benutzen, weil man hat nicht diesen Zwang. Ja. Willst du denn dein Nutzverhalten in Zukunft ändern? Ja, also ich habe es mir vorgenommen. Aber ob man es dann wirklich macht, ist natürlich die andere Frage. Aber ich denke schon, dass ich viel mitnehme aus dem Experiment. Ja. Super. Dann vielen Dank an dich, Franzi, dass du das Experiment gemacht hast. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank an das tolle Publikum. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten JPF-Talkshow in 2016. Ja.